Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute zum dritten Teil der Webinarreihe Einführung in die Trader Workstation. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich natürlich im Namen von FX Flat zum Webinar begrüßen. Die Webinarreihe dient ja so ein bisschen als Erklärung zu den häufig gestellten Fragen, die uns von FX Flat hier im Kundenservice täglich erreichen. Die ganze Sache wird, umso weiter der Teil fortschreitet, immer spezifischer. Wir haben wirklich in Teil 1 damit angefangen, alles zu besprechen, was nach der Kontoeröffnung passiert mit Kontoverwaltung, was man wo wie machen kann. Das Ganze ist auch auf YouTube hochgeladen und mit Zeitstempeln versehen, sodass Sie da sich die Stelle raussuchen können, die Sie auch gerne möchten. Das gleiche gilt für den zweiten Teil. Und im zweiten Teil sind wir dann mehr auf die TWS tatsächlich spezifisch eingegangen, wo wir dann beschrieben haben, was zu tun ist, wenn es um eine Order-Eingabe geht. Jetzt mal grob. Natürlich gibt es noch mehr Sachen, die da drin sind. Können Sie sich gerne auf unserem YouTube-Kanal angucken. Einfach FX Flat eingeben oder Sie suchen direkt nach Einführung in die Trader Workstation. Dann werden Sie das auch finden. Gut. Bevor ich aber anfange mit dem Webinar, würde ich einmal zum Risikohinweis springen. So, denn dieses Webinar gilt auch wie alle anderen Webinare nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen. Sie müssen immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen und bitte verstehen Sie jetzt nicht, wenn ich gleich testweise den ein oder anderen Trade setzen werde, um etwas zu demonstrieren. Das Ganze als Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Das ist immer ganz wichtig von uns zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, geben Sie mir einen Moment. Ich wechsle den Bildschirm auf die TWS. So, Bildschirm sollte wieder übertragen werden und Sie sollten jetzt den Börsenspiegel sehen. Der Börsenspiegel ist ja ein Tool aus der TWS und der geht standardmäßig immer mit auf. Ja, uns erreichen da tatsächlich täglich Fragen zu, wie mache ich den aus, warum geht der immer an. Ja, grundsätzlich ist das Ganze ganz einfach. Wenn er ausgeht, die meisten machen immer direkt den Börsenspiegel einfach zu, oben über das X und wenn er das nächste Mal angeht, dann ist er wieder da. Ja. Darunter gibt es aber einen kleinen Button, hier oben rechts, Börsenspiegel ausschalten, wenn Sie den einmal geklickt haben. Kriegen Sie hier die Meldung, der wird nicht mehr automatisch angezeigt, ein kurzes OK drauf und dann ist er aus. Ja, das heißt, wenn Sie das nächste Mal die TWS hochfahren, dann ist er weg, ne, und der hindert Sie dann nicht mehr oder sowas. Sollten Sie den aber danach mal wieder haben wollen, na, das heißt, der startet nicht mehr und Sie kriegen ihn nicht, na, dann gibt es hier unter Analyse-Tools, kann man sich den Börsenspiegel wieder aufrufen. Ich mache das hier einmal. So, da kommt er wieder und eben wieder über den gleichen Button oben rechts können Sie das Ganze dann auch wieder einschalten. Okay, wir fangen mit dem ersten Punkt an und das wäre eine negative Währungsposition zu schließen. Ja, wenn Sie ein Cash-Konto haben beispielsweise, ja, und Sie eröffnen, also Ihre Basiswährung Euro und Sie eröffnen eine, ja, ich sag mal, kaufen eine Aktie, die als Basiswährung nicht den Euro hat. Ich nehme jetzt mal hier ein ganz stumpfes Beispiel und sage hier mal Apple, sage Smart an der Nasdaq. Können auch immer sehen, wenn Sie das Produkt angezeigt haben, Rechtsklick drauf machen, Finanzinstrument Info, Beschreibung und dann sehen Sie hier, dass die Währung in US-Dollar ist. Ja. So, wir kaufen jetzt mal hier zum Testen. Eine Apple. Genau, Market eine Apple. Als Beispiel einfach, wie wichtig im Hinterkopf behalten, keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Ich sage jetzt hier mal übermitteln. So und überschreiben und übermitteln. Zack. Die ist jetzt ausgeführt und man kann jetzt hier oben unter dem Button Konto hier bei US-Dollar sehen, dass ich einen negativen Währungsbestand habe. Ja, der geht jetzt nicht einfach weg,
ne, sondern der bleibt da tatsächlich und darauf werden auch Zinsen fällig. Ja, das heißt, wenn Sie negativen Währungsbestand haben, ganz klar, haben Sie sich Geld geliehen, einer ausländischen Währung, und dementsprechend werden darauf Zinsen belastet. Ja? Wenn Sie jetzt diesen Währungsbestand wieder auflösen möchten, ja, geht das ganz einfach. Sie können auf dieses US-Dollar-Symbol einen Rechtsklick machen und sagen, ich möchte die Devisenposition schließen. Ich mache das jetzt mal als Test. Dann kommt hier eine Meldung. Die geht jetzt hier bei mir weiter bis auf den rechten Bildschirm. Aber da können wir OK klicken. So, dann kommt hier direkt meine Ordermaske Euro-US-Dollar als Forex-Conversion. Übermitteln, überschreiben und übermitteln und OK. So, jetzt haben wir hier im Konto einen Restbestand von minus 1. Ja, das kann passieren. Das stand in dieser ersten Meldung, die kam, als ich Rechtsklick und Schließen gesagt habe. Machen Sie sich keinen Kopf. In der Regel ist es so, dass über Nacht diese kleinen Bestände automatisch wieder aufgelöst werden. Ja. Sie können das Ganze umgehen, ja, dass Sie überhaupt nicht in die Situation kommen, einen negativen Währungsbestand, ich sage mal, zu haben, ja, indem Sie im Vorhinein eine Forex Conversion machen. Das heißt, Sie wechseln schon im Vorhinein einen gewissen Betrag von Euro in Dollar, ja, und die Trader Workstation nimmt sich dann auch, wenn Sie eine US-Aktie kaufen wollen, aus diesem Bestand der Dollar dann die benötigten Mengen des Geldes raus. Wie man eine Forex Conversion macht, finden Sie in Teil 2 der Einführung in die Trader Workstation, circa bei Minute 9,54. Ja, also wenn Sie da noch nicht genau wissen, wie das funktioniert, einfach auf YouTube drauf gehen, zweiter Teil, Minute 9,54, und da zeige ich Ihnen das nochmal im Detail, wie das Ganze funktioniert. Der nächste Punkt auf der Liste ist, wie kaufe ich US-Aktien in Euro? Ja, also es gibt ja immer die Möglichkeit, wie ich gerade schon gezeigt habe, Apple zu kaufen, direkt an der amerikanischen Börse. Sie haben aber auch die Möglichkeit, eine Apple-Aktie in Deutschland handeln zu können, mit Euro. Ja, das funktioniert recht simpel, also anders als die Kennung einzugeben, ja, diese Kurzform, die die Trader Workstation nutzt, können Sie Apple ausschreiben, die Enter-Taste drücken und dann öffnet sich das Suchfeld. Also hier oben ist ja die amerikanische an der Nasdaq, strukturierte Produkte und Aktien, und hier unten gibt es auch noch die Apple Inc. an der IBIS in Deutschland als aktienstrukturiertes Produkt. Das können Sie mit einem OK hinzufügen. Und dann fragt er Sie genau wie bei den amerikanischen Aktien auch, ob Sie das Ganze als Smart Routing wünschen oder ob Sie gezielt an einer Börse Ihrer Wahl das Ganze handeln möchten. Also da können Sie sich hier die Börse aussuchen, wenn Sie eine bestimmte bevorzugen. Ich nehme jetzt einfach mal hier Smart, sage okay, und schon habe ich den deutschen, ich nenne es jetzt mal Deutsch, aber das Produkt als Euro-Version drin. Ja, Sie sehen ja auch schon die Kursunterschiede. Ne? Sie können das Ganze aber auch noch nachprüfen, einfach einen Rechtsklick drauf machen, Finanzinstrument Info auswählen, Beschreibung, und schon haben Sie hier oben die Währung Euro. Das Ganze geht natürlich auch, wenn Sie eine ISIN haben, ne? Wenn Sie die jetzt irgendwie rausgesucht haben in irgendeinem Brokerportal oder der gleichen Finanzseite oder so, dann können Sie die ISIN natürlich auch immer direkt eingeben. Ich kopiere die jetzt mal hier raus, suche das mal eben. So, und da habe ich jetzt hier die Apple auch drin an den ganzen Börsen und kann mir die dementsprechend hier auch raussuchen, dass ich die in Euro gehandelt haben möchte. Die US-Werte und in Euro. Ich mache noch kurz ein anderes Beispiel. Falls das mit Apple nicht zu klar genommen ist, nehme ich einfach mal BioNTech, sage Enter. Ne, die haben halt wirklich auch ganz unterschiedliche Kürzel. Ne, wenn Sie sich hier angucken,
Der Nasdaq-Wert von BioNTech hat ein BNTX und die deutsche heißt 22UA. Ja, also da kommt es wirklich nicht auf das Kürzel an. Das kann sich schon sehr stark auch unterscheiden. Als nächsten Punkt hätten wir, uns erreicht oft die Frage, okay, wie kann ich eine Order außerhalb der Handelszeiten, der regulären Handelszeiten platzieren? Bei mir funktioniert das nicht. Ne? Das funktioniert über die Einstellungen, Konfiguration und Sie müssen dann in den Voreinstellungen sich die jeweilige Produktgruppe raussuchen. Ich mache das jetzt im Beispiel von Aktien. Und dann gibt es hier oben den Button für Zulassen, dass die Order außerhalb der regulären Handelszeit aktiviert, ausgelöst oder ausgeführt wird, ne, wenn verfügbar. Das müssen Sie anhaken, damit Sie das überhaupt machen können. Ja, das Gleiche gilt jetzt beispielsweise auch für Futures oder dergleichen. Muss das Häkchen gesetzt sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja. Ich hätte jetzt als nächsten Punkt auf der Liste den gehebelten Forex-Handel. Ja, also das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, sage ich mal, bei unseren Kunden. Da ja gehebelter FX-Handel, ne, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, für EU-Bürger so nicht möglich ist. Ne? Also jetzt wirklich direkten Forex-Handel gehebelt funktioniert nicht. Ja, das heißt, wir müssen, um Forex handeln zu können, gehebelt, müsste das als CFD gehandelt werden. Das funktioniert. Ich zeige Ihnen das einmal kurz. Sie könnten hingehen und wenn Sie jetzt ein Europaar handeln wollen, einfach Euro Punkt eingeben, Enter drücken und dann wird hier Ihnen der Euro angezeigt, ne, strukturierte Produkte oder Forex. Doppelklick drauf. So, und dann können Sie jetzt hier die Währungsfutures auswählen, Futures Option, strukturierte Produkte, Kombination. Forex wird nicht funktionieren. Ja, wenn Sie es ausprobieren wollen, werden Sie eine Restriction-Meldung bekommen, also eine, ich nenne es jetzt einfach mal Verbotsmeldung, dass Sie es nicht handeln dürfen. Ja, so ist es im Endeffekt auch. Können Sie jetzt hier unten den CFD auswählen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, gerade hier sich ein gewünschtes Produkt auszuwählen. Ja, also Euro gegen welche Währung möchten Sie handeln? Ich nehme jetzt der Einfachheit halber einfach die US-Dollar, Euro-US-Dollar-Wert und sage okay. Jetzt kann ich mir noch den Basiswert hinzufügen, sage ja, dann habe ich hier oben den Euro-US-Dollar als Basiswert und darunter den CFD, den ich handeln kann. Ja, wie Sie sehen, das macht, da tut sich nicht viel vom CFD. Ich gehe jetzt mal hier hin und sage mal zum Testen. So, Sie sehen jetzt hier, es ist in meiner Orderzeile aufgetreten, mein ein Mikrolot CFD Euro US-Dollar. Und hier rechts im Chart sehen Sie sofort, dass meine Orderzeile mit reingekommen ist. Wie das funktioniert? Dass im Chart immer genau das Produkt angezeigt wird, welches Sie auch hier links auswählen. Das werden Sie jetzt sehen, wenn ich jetzt hier auf Apple klicke, springt der Chart direkt um. Und wenn ich wieder hier unten drauf gehe, bin ich wieder in dem Chart. Das hat mit der Gruppierung zu tun. Das finden Sie auch in dem Teil 2, müsste es sein, der Einführungsvideos. Da erkläre ich das auch noch einmal. So, Sie haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, im Chart dieses Limit direkt zu verschieben. Also wir könnten es jetzt hier oben hinschieben, da platzieren, je nachdem, wie Sie es möchten. Und wir können hier über diesen CXL-Button das Ganze wieder canceln. Also wenn ich das jetzt hier anklicke, zack, ist meine Order weg. Ich mache die nochmal eben neu auf. So, da ist sie wieder drin. Falls das mal nicht hier drin angezeigt werden sollte,
Ja, das kann immer mal passieren, dass man irgendwie zu schnell geklickt hat, sich durch die Einstellungen mal durchgesucht hat. Kann immer vorkommen, ist aber recht schnell gelöst. Ja, Sie können hier oben über Bearbeiten in die globale Chart-Konfiguration. So, und da finden Sie hier ganz unten Order-Anzeige, aktive Orders anzeigen und zweimal, ja, die im Charttrader erstellt wurden und alle anderen Orders. Ich nehme das jetzt mal hier beides raus. Und wenn ich auf OK klicke, zack, ist die Order weg. Ne? Also nur im Chart wird sie nicht mehr angezeigt. Sie besteht nach wie vor. Ne? Also ich kann die noch hier rüber ausführen. Die ist noch da, aber wird halt einfach nicht mehr im Chart angezeigt. Dementsprechend da nicht in Panik verfallen, gucken, ob es in der Orderzeile da ist, alles gut, oder einmal checken, bearbeiten. Globale Chart-Konfiguration. Müssen nichts links anklicken oder sowas. Einfach nach unten scrollen, bis es nicht mehr geht. Und dann gibt es hier die Order-Anzeige. Die beiden Häkchen rein. OK drücken. Und sie ist wieder da. Als nächstes hätten wir den Handel von strukturierten Produkten, ja, oder gehebelten Produkten. Das ist ein ganz komplexes Thema. Um genau zu sein, weil es eine unzählbare Menge an strukturierten Produkten gibt. Es gibt so viele Zertifikate, Hebelprodukte, kann man gar nicht in Worte fassen. Wenn Sie eins gefunden haben, was Sie unbedingt handeln möchten, irgendein Zertifikat oder so, dann ist es immer am einfachsten, das über eine ISIN zu nehmen und einfach in die TWS reinzukopieren. Also hier in eine Orderzeile einfach reinkopieren und dann Enter drücken. Dann wird Ihnen das angezeigt und Sie können dann dementsprechend den gewünschten Preis auswählen, den Sie handeln möchten. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn Sie diese Produkte handeln möchten, standardmäßig sind die von den Handelsberechtigungen her nicht freigeschaltet. Ja, das heißt, Sie müssten in Ihrer Kontoverwaltung einmal sich einloggen und dort die Handelsberechtigung für komplexe oder gehebelte börsengehandelte Produkte, ja, einmal beantragen. Wie das genau funktioniert, finden Sie in Teil 1 um circa Minute 19 und 14 Sekunden. Da ist das erklärt, wie man in der Kontoverwaltung eine Handelsberechtigung, ich sag mal, beantragt. Ja, zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit der Eingabe für CFDs. Was wir ganz oft gefragt werden, wie der Volatilitätsindex gehandelt werden kann als CFD. Ne? Der VXX funktioniert ganz einfach. VXX, Enter. Sehen Sie hier der Volatilitätsindex des S&P 500 als CFD, Basiswert hinzufügen. Zack. Also sehen hier oben, der ist als solches nicht handelbar. Ja, dieses rote Symbol hier verrät Ihnen oft, dass Sie irgendwas nicht handeln können. Ich kann das jetzt mal. Wenn ich versuche, das zu handeln, bekomme ich sofort die Info, dass es nicht zum Handeln verfügbar ist. Und da dementsprechend könnte man das über einen CFD handeln. Ja, also CFD genau mit der Ordereingabe wie bei anderen Produkten auch. Eine grobe Übersicht über die Index-CFDs. Ja, die werden Sie nicht einfach finden können, wenn Sie jetzt DAX oder dergleichen Sachen hier eingeben. Na, wenn Sie hier DAX einfach eingeben und wollen das als CFD handeln, wird es nicht kommen. Da wird hier nicht die Anzeige CFD auftauchen wie bei den anderen Produkten. Ja, hier unten. Wenn Sie es aufklappen, haben Sie es drin. Aber Sie sehen schon, das hat eine andere Bezeichnung. Das heißt IBDE30. Ja, auf unserer Website oben unter dem Button Trader Workstation und Konditionen haben Sie ja die Auflistung von allen Kosten, die Sie beim Handel haben. Und da gibt es auch den Reiter CFD. Und da haben Sie eine Auflistung von, ich sag mal, den größten Index-CFD-Werten. Den größten Indizes und da können Sie einfach die Bezeichnung her in der TWS eingeben und dann finden Sie das direkt. Also wenn ich jetzt hier das IBDE30 eingebe,
Enter, habe ich sofort hier oben das CFD. Ja. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Passen Sie wie immer auf Ihre Positionen auf und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.